Ich begrüße euch nochmal ganz herzlich. Wie viel sind wir jetzt? 10. Oh, 10, ja. Und nicht rausgekehrt. Also, 10 Personen habe ich bekommen von Jesus. Es sind schon 10, genau, so färben wir die Zahlen. Also, wenn ihr etwas schreiben möchtet, ihr seid da, der Live-Chat ist eröffnet für euch. Dass ich den Weg mit Jesus Christus mache ich schon lange. Ich bekomme ja auch die Heilenergie, also ich habe ja auch eine Krankheit. Seht ihr vielleicht, wenn ich zittere mit dem Arm, mit dem Kopf. Das ist eine Muskel-Nervenkrankheit, wo ich schon seit ich 28 bin, habe ich diese Krankheit, ist unheilbar, aber ich möchte vor allem euch auch Mut machen. Es ist wirklich alles möglich, wenn man im Gottvertrauen ist, wenn man eben den Glauben hat, dass es besser wird. Also ich gebe euch ein gutes Beispiel. Ich habe keine Schmerzen mehr. Ich hatte riesige Schmerzen. Ich konnte meine rechte Arm nicht mehr bewegen. Das ist so. Jetzt kann ich ihn bewegen und euch winken. Also, ihr seht, es ist wirklich alles möglich, wenn man vertraut. Das habe ich gemacht. Ich habe viele Sachen erlebt, von einem Mal zum anderen. Aber Jesus Christus und Erzengel Raphael haben mir geholfen. Ich bin dankbar. Meine Selbstheilungskräfte wurden aktiviert. Natürlich auch durch Annemarie, hoi! Ist das schön, dass du dabei bist? Wir haben alle Freude, ganz schön. Ruth, wenn das sagen? Ja, ja. Nein, alle haben. Ja, das gehört, Annemarie. Wir haben Freude, dass du dabei bist. So gut, prima. Also, einfach ein Beispiel von mir. Bei mir ist alles wieder gut. Ich habe einfach eben noch das Zittern oder. Aber ich habe keine Schmerzen mehr und es ist ein göttliches Geschenk, das mir so gut geht. Ich bin dankbar, dass ich darf Jesus Christus Kanal sein, dass ich das darf auch weitergeben an euch und dass ihr das auch weitergeben solltet, sage ich jetzt mal. Also, Dorothea Leonie. Oh, Dorothea! Wow, du bist da! Das ist doch schön! Hi, Dorothea, wie geht's dir? Wie geht's dir? Freue mich, dass du dabei bist, du Liebe. So schön! Und wie gefällt's dir da bei mir? Lange nichts mehr gehört, gell? Es geht gut. Schön. Mir geht es sehr gut. Ich freue mich. Prima. Also, gut. Das heißt, Jesus Christus, wenn man an Jesus Christus glaubt, kann man sehr viel in Bewegung setzen. Das ist so. Das möchte ich einfach euch sagen. Man kann wirklich aus jeder schwierigen Situation kann man wieder alles in positive Umwandlung geben. Man bekommt die Kraft, man bekommt auch die Liebe und es ist einfach ganz klar, er hilft uns in jeder Situation. Ich habe mich noch lieb, dass er noch gesehen hat, den Chat. Aha. Also wie viel sind wir jetzt? 11. Ah, heute wieder 11. Gut. Also. Schauen wir mal, ob ich die Zahl Ja, das stimmt. Also, ihr Lieben, machen wir uns bereit für die Meditation. Wir können dann jetzt mal hineinführen. Ich mache das einfach schon so lange. Es ist einfach wirklich von oben gekommen, wie ich das mache. Ich
ich mache es einfach auf meine Art. Ich bin so, ich leite mich von Jesus Christus. Und ich hoffe, es gefällt euch, wie ich das mache. Ich weiß, da sind einige schon sehr, ja, neugierig. Dann fangen wir an. Was ganz wichtig ist, meinen Schülern muss ich das nicht sagen, die wissen das, aber ich muss es einfach euch sagen, dass die Füße am Boden sind, aber wenn ihr auch am Liegen seid, macht das nichts, kommt genau gleich zu euch. Das heißt, wir atmen. Atmen ist ganz wichtig auch für Meditation. Das heißt, dass wir uns richtig in den Bauch hineinatmen. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Wir atmen tief in den Bauch hinein. Und dann einen Moment warten und dann ausatmen. So kommen wir in die hohe Energie, dass wir das auch aufnehmen können. Und das machen wir nochmals. Einatmen, tief in den Bauch. Ihr könnt auch die Hand auf eurem Bauch halten oder auf euer Herz, wie ihr möchtet. Dass ihr euch selber spürt, das bringt auch das Atmen. Atmet ganz tief in den Bauch hinein. Dann einen Moment warten und dann ausatmen. Ganz genau. Wir machen das nochmals. Tief in den Bauch hineinatmen. Und einen Moment warten und ausatmen. Die Kerzen, die wohl neben mir seid, das ist in der Mitte, ist Jesus Christus Energie. Wir haben da natürlich auch viele andere Farben. Wir arbeiten mit Farben. Zum Beispiel da hinten ist Mutter Maria Energie, hellblau. Da ist der Heilige Josef, Türkis. Und da ist die Heilige Corona. Mit dem gelben Strahl für Solarplexus. Mit diesem Farbstrahl fangen wir an. Das ist der dunkelgrüne Strahl, das heißt unser Erdsternchakra. Ihr könnt jetzt auch auf diese Kerze schauen, weil das ist die dunkelgrüne Energie unter unseren Füßen, Erdsternchakra. Also Mutter Maria, hellblau, ist zuständig für das Halschakra, für Schultern. Die bringt uns auch der hellblaue Mantel. Aber wir konzentrieren uns jetzt zuerst auf Jesus Christus Energie. Das rubinrote Licht ist speziell mit seiner Energie, wo alles anfängt, auch in unserer Meditation. Also, wir sind jetzt in Balance. Wir Jetzt kommt auch die richtige Musik. So fangen wir jetzt an. Was bedeutet das auf dem Computer? Einfach Ave Maria. Wie immer. CD. Also ihr Lieben, sitzt ihr bequem, dann atmen wir jetzt nochmals ein. Tief in den Bauch hinein atmen. Hört die Musik, das ist der Knabenchor von Montserrat. Er bringt uns genauso in diese wundervolle Energie rein. Tief in den Bauch hinein atmen. Moment warten und ausatmen. Alles rausatmen. Und wieder tief in den Bauch hineinatmen. Ein Moment warten und ausatmen.
Und das machen wir jetzt noch einmal, tief in den Bauch hineinatmen. Moment, warten und ausatmen. Und jetzt kommen wir in die Energie, in die richtige Schwingung. Und ich begrüße jetzt Jesus Christus für uns. Und das heißt, ich danke dir, Jesus Christus, dass du mir ja die Botschaft überbracht hast, dass ich das auf Livestream machen soll. Mache ich natürlich, ist auch wichtig, die Jesus-Lichtenergie hinauszusenden. Und darum übergebe ich dir jetzt mein Wort, dir, Jesus Christus. Hallo, meine liebe Schwester Astaria Eliane. Hallo, ihr Lieben. Hier spricht euer Jesus Christus. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Da in der Gruppe in Aarau. Da. Überall, wo ihr jetzt zuschaut. Ich bin da für euch. Und ich freue mich sehr, dass ihr da zahlreich schon dazu online seid. Ich bringe euch jetzt zuerst mein rubinrotes Licht von unter euren Füßen. Die rubinrote Energie kommt jetzt unter euren Füßen rauf, fließt durch euch durch. Die rubinrote Energie gibt euch auch Mut, Vertrauen. Das blutrote Licht ist mein Blut. Ein zweiter Strahl kommt jetzt von oben herunter. Das rubinrote Licht strahlt und leuchtet jetzt in euch hinein. Nicht nur von unten, sondern auch von oben. Diese zwei Strahlen kommen jetzt zu euch immer stärker. Sie fließen durch eure Chakren durch und sie werden sich treffen in eurem Herzen. Meine rubinrote Energie strahlt in euch von unten, von oben. Diese zwei Strahlen, die kommen jetzt immer näher zueinander. Ich möchte euch auch sagen, lasst es einfach zu euch fließen, wie es kommt. Nehmt es an, denn das ist meine Lichtstrahl-rubinrote Energie. Spürt meine Liebe von unten, spürt meine Liebe von oben. Und spürt vor allem in eurem Herzen, wie ich bei euch jetzt bin. Liebe, Kraft, Vertrauen,
in eurem Herzen. Und wenn ihr etwas spürt, dass etwas von euch jetzt weggeht, dann lasst es einfach so sein. Das heißt, ihr werdet jetzt auch spüren, wie die zwei Strahlen durch eure Chakren fließen. Vom Erdsternchakra eben bis ins Herzchakra. Von oben vom Sternentorchakra in euer Herzen. Alles fließt jetzt, rubinrotes Lichtstrahl. Alles fließt in euch. Meine Kraft, meine Liebe ist in euch. Spürt die Liebe, wie ich jetzt in jedem einzelnen Herzen bin. Öffnet jetzt eure Chakren. Ich gebe jetzt durch eure Chakren mein rubinrotes Licht hinein. Ich bereite sie jetzt vor, dass eure Chakren in dieser Schwingung das richtig aufnehmen könnt. Ihr Lieben, ihr habt diesen Weg gewählt. Das heißt, ihr wisst ja, es ist kein einfacher Weg. Aber ihr wisst ja, dass ich an eurer Seite bin. Glaubt daran, denn die Liebe ist die stärkste Kraft und mit der Liebe kann man alles heilen. Ja, ihr Lieben. Und das heißt, jetzt gehen wir mit dem dunkelgrünen Strahl. Fangen wir jetzt an. Unter euren Füßen kommt jetzt das dunkelgrüne Licht. Ich bringe euch die dunkelgrüne, wunderbare Energie von der heiligen Martha links. Auf der rechten Seite haben wir der heilige Pater Pio und der heilige Christophorus. Spürt diese zwei Energien, links die weibliche Energie, rechts die männliche Energie. Und diese zwei Strahlen führen jetzt durch eure Füße rauf. Immer höher, immer höher. Spürt diese Liebe von der heiligen Martha, wo ihr auch alles jetzt von ihr den Mut bekommt. Dass ihr alles mit Gottvertrauen könnt erreichen. Es ist wichtig, dass ihr auch Ziele habt für euch. Der heilige Pater Bio und der heilige Christophorus. Diese zwei Strahlen führen jetzt zu euch immer höher hinauf.
Spürt eure Füße, wie ihr das Urvertrauen bekommt. Die Urkraft. Spürt, wie ihr unter euren Füßen das Erdsternchakra jetzt fängt an zu arbeiten. Und spürt, wie euer Erdsternchakra immer mehr in Bewegung kommt. Das dunkelgrüne Licht bringt euch auch die Erdverankerung, die Erdverbindung. Spürt, wie ihr jetzt unter euren Füßen immer stärker verankert werdet und immer stärker auch aus euren Füßen Wurzeln wachsen, immer mehr tief in den Boden, in die Mutter Erde rein. Spürt, wie ihr jetzt langsam ein Baum werdet. Ein großer, starker Baum. Spürt, wie die dunkelgrüne Energie in euch hinauffließt. Immer höher, immer höher hinauf. Die heilige Martha und Pater Bio und Christophorus bringen euch jetzt auch viel Mut. Und lasst es immer in euch fließen. Spürt jetzt aber auch speziell die vordere Chakra. Das ist schon in einer hohen Schwingung. Jetzt gehen wir aber in das hintere Chakra. Und das braucht noch mehr Anhebung. Spürt jetzt bei eurem Rücken vorne und hinten bei eurem Steißbein, wie es jetzt dort arbeitet, bei euren unteren Wirbelsäule. Und spürt, wie das hintere Chakra von eurem Erdstern, dass das jetzt richtig immer höher sich anhebt. Das ist jetzt das dunkelgrüne Licht von Martha und von Pater Bio und von heiliger Christophorus. Spürt, wie diese zwei Strahlen immer stärker ineinander fließen. In der Mitte ist auch mein rubinrotes Licht, wo sich jetzt verbindet mit den zwei dunkelgrünen Strahlen. Alles verbindet sich jetzt miteinander jetzt. Alles verbindet sich jetzt, die dunkelgrünen Strahlen mit meinem rubinroten Licht, die verbinden sich jetzt ganz miteinander. Und spürt, wie ihr die Stabilität bekommt. Spürt, wie ihr die Stabilität in euch findet, die Erdverankerung und schaut, wie ihr jetzt mit der Mutter Erde verbindet habt. Das ist die Erdverankerung. Das ist euer Erdstern, wo jetzt fängt richtig an zu drehen. Euer Erdsternchakra unter euren Füßen. Es ist auch wichtig, die hohen Schwingungen werden immer noch höher kommen. Die Aufstiegsenergien.
Die brauchen vor allem, braucht ihr die Erdverbindung. Das ist wichtig. Diese zwei Strahlen, dunkelgrün, Marta und Bio und Christophorus, leuchten jetzt immer stärker in euch hinein. Und euer Erdsternchakra, der fängt jetzt an zu drehen unter euren Füßen. Der Erdsternchakra ist sehr wichtig. Ich denke, die meisten kennen das nicht, wo jetzt zuschauen. Das ist eben auch wichtig, dass dieses Chakra, der Erdsternchakra, immer näher an den Körper jetzt kommt. Dass das Erdsternchakra verbunden wird mit den anderen Chakren, spürt vor allem auch jetzt, wie die weibliche Energie links, wie die rechte, die männliche Energie rechts, jetzt im Einklang die Stärke bekommen hat. Spürt, wie es jetzt im Einklang bis nach oben führt. Diese Strahlen, die dunkelgrünen Energie und mein rubinrotes Licht leuchten jetzt immer stärker in euch hinein. Sie führen auch der Wirbelsäule entlang, denn das hintere Chakra wird jetzt immer stärker angehoben. Jetzt. So, ihr Lieben, wir kommen jetzt zum nächsten Chakra. Jetzt kommt das Wurzelchakra. Bei diesem Wurzelchakra kommen wir mit dem roten Strahl. Auf der einen Seite links die weibliche Energie. Ist die heilige Katharina von Siena. Sie bringt euch auch vor allem die guten Ideen in eure Gedanken. Aber vor allem auch auf der rechten Seite haben wir die zwei Heiligen mit dem roten Licht, die Zwillinge, die Ärzte, Kosmos und Damian. Diese zwei Strahlen verbinden sich jetzt mit dem dunkelgrünen Licht von Marta, von Bio, von Christophorus. Diese Strahlen verbinden sich jetzt aber auch mit meinem rubinroten Licht. Dunkelgrünes Licht verbindet sich jetzt mit dem roten Licht. Katharina bringt euch vor allem in eure Gedanken, auch im Medialen, dass ihr die richtigen Ideen bekommt. Und vor allem, diese Strahlen führen jetzt in eurem Körper immer höher hinauf. Spürt die Liebe auch von den roten Strahlen, wie die heilige Katharina euch auch in eure Gedanken die richtigen Impulse auch in der Kreativität, auch dort die richtigen Ideen bringt. Und vor allem
dass ihr jetzt spürt, nicht nur das vordere Chakra, sondern eben auch das hintere Chakra. Die hinteren Teil von der Chakra braucht immer mehr die Kraft, jetzt auch von den roten Strahlen. Spürt, wie die dunkelgrüne Energie immer höher hinaufschwingt und die roten Strahlen, alle verbinden sich jetzt mit meinem rubinroten Lichtstrahl. Und spürt auch jetzt schon, wie euer Lichtkörper sich immer mehr ausdehnt und höher schwingt. Ihr spürt jetzt auch die Merkaba, wie ihr jetzt immer höher in die Energie kommt. Lasst es richtig euch hineinfließen. Die dunkelgrüne Energie fließt jetzt gemeinsam mit den roten Strahlen. Immer höher fließen diese grünen Strahlen und die roten Strahlen immer stärker in euch hinein. Lasst es richtig in euch hineinfließen. Lasst es richtig in euch hineinfließen. Im vorderen, aber genauso im hinteren Teil. Eure Chakren werden jetzt ganz angehoben mit dem roten Lichtstrahl. Spürt, wie diese Strahlen, diese zwei, die männliche und die weibliche, jetzt miteinander verbinden. Und vor allem auch die grüne, dunkelgrüne Energie, wie sie jetzt mit dem roten Strahl immer stärker nach oben sich verbreiten. Und euer Lichtkörper immer höhere Energie bekommt, immer heller wird. Spürt eure Lichtkörper, wie er sich immer mehr weiter ausdehnt. Und mein rubinrotes Licht, alle sind jetzt miteinander verbunden. Die männliche Energie ist jetzt im Einklang mit der weiblichen Energie. Alles ist im Einklang. Alles ist in Friedensenergie. Spürt, wie ihr immer mehr stärker werdet mit diesen dunkelgrünen Strahlen und euer Chakra, euer zweites Chakra. Euer Wurzelchakra, das wird jetzt immer stärker leuchten, rot. Und atmet immer tief in den Bauch hinein. Umso mehr, dass ihr einatmet, diese Strahlen, die grünen Strahlen und das rote Licht, verbindet sich mit den rubinroten Energie von mir. Alle verbinden sich im Einklang, männlich und weiblich. Die vorderen und die hinteren Chakren sind jetzt alle im Einklang verbunden. Und jetzt kommt zusätzlich noch die rosa Lichtenergie. Die rosa Lichtenergie von der heiligen Rita. Die wunderbare heilige Rita, wo alles erlebt hat, wo mit der Liebe zu tun hat. Spürt das rosa Licht jetzt, wie es in euch hineinströmt.
und spürt vor allem auch ihre Liebe, wie sie in eure Herzen hineinfließt. Das wunderbare rosa Licht ist jetzt intensiv auch mit am Arbeiten, mit den dunkelgrünen Strahl, mit den roten Strahl und natürlich auch mit meinem rubinroten Lichtstrahl. Alle sind jetzt miteinander verbunden. Die rosa Lichtenergie, die strahlt jetzt auch vor allem in euer Herzen. Die heilige Rita bringt euch auch, dass ihr zum Beispiel jemandem verzeihen könnt. Oder auch euch selber. Das, wo ihr erlebt habt, wo vielleicht mit der Liebe zu tun hat. Die heilige Rita bringt euch vor allem auch in diese Situation, dass ihr das ihr übergeben könnt. Und die rosa Lichtschwingung geht natürlich auch in eure Seele hinein. Auch dort fühlt sich das rosa Licht jetzt aus. In Herz und Seele. Die rosa Lichtenergie kommt jetzt von beiden Seiten hinauf, links und rechts. Alles schwingt im Einklang, auch die vorderen Energien, Chakren und das hintere Chakren. Alles fließt jetzt in rosa Lichtenergie. Und das rosa Licht, das bringt jetzt auch euer Chakra in Bewegung. Wenn ihr etwas habt, wo ihr möchtet jetzt der heiligen Rita übergeben, kann auch sein, dass etwas ihr erlebt habt in einer Beziehung, dann könnt ihr das jetzt der heiligen Rita übergeben. Spürt ihre Liebe, wie es in eurem Herzen leichter und leichter wird. Wenn ihr das ihr übergebt, dann lasst es einfach jetzt geschehen. Die rosa Lichtenergie bringt euch auch ganz viel Liebe in eure Seele hinein. Es wird alles mit rosa Licht aufgefüllt und umhüllt. Alles ist in rosa Lichtstrahlen. Und jetzt verbinden sich die dunkelgrünen Strahlen mit den roten Strahlen. Mit meinem rubinroten Licht. Alles verbindet sich jetzt mit den rosa Lichtstrahlen. Alles fließt im Einklang. Die linke Seite, die rechte Seite und alles fließt in euer Lichtkörper und es wird immer stärker ausgebreitet. Spürt, wie ihr die Kraft bekommt, auch in eurem Rücken. Das hintere Chakra, das ist jetzt ganz fest in rosa Licht eingehüllt, das dritte Chakra. Rosa Lichtenergie und die dunkelgrünen Energie und die roten Strahlen mit meinem rubinroten Licht. Diese verbreiten sich jetzt immer stärker. Sie verbinden sich alle miteinander jetzt. Alles strahlt jetzt in diesen wunderbaren Farben dunkelgrünes Licht.
rotes Licht. Und das rosa Licht verbindet sich jetzt mit meinem rubinroten Lichtstrahl. Spürt in euer Herz, wie es dort arbeitet, aber vor allem auch in eurem dritten Chakra, wie es jetzt in Bewegung kommt. Vorne schwingt es höher, hinten schwingt es immer höher hinauf. Und das ist die Liebe von der heiligen Rita. Alles fließt in Liebe in euer Herz. Lasst es in euch hineinfließen, dass alles immer leichter wird. In eurem Herzen, in eurer Seele. Und wenn etwas auch rausfließt, dann soll es so sein, ihr Lieben. Und jetzt kommt zusätzlich das orange Licht, das vierte Chakra. Das kommt jetzt auch von der heiligen Philomena. Das orangige Licht bringt euch das vierte Chakra in schöne Wärme und Lichtstrahlen. Alles umhüllt jetzt das orangige Licht. Die heilige Philomena ist auch sehr wichtig für das Mediale, dass ihr nämlich an euch glaubt. Das bringt auch die heilige Philomena. Man spürt ihr jetzt links und rechts. Alles fließt im Einklang. Immer höher fließen diese Strahlen. Gemeinsam verbinden sie sich die männliche Energie, die weibliche Energie, und spürt, wie euer Chakra immer höher sich anhebt, vorne wie auch hinten. Alles fließt im Einklang immer höher hinauf. Immer höher verbinden sich auch meine rubinroten Strahlen zu den anderen Strahlen. Und glaubt daran, dass ihr auf dem richtigen Weg seid, denn ihr werdet göttlich geführt und auch begleitet. Spürt, wie es jetzt in eurem vierten Chakra jetzt arbeitet und es immer mehr in Fluss kommt. Alles ist möglich. Die heilige Philomena bringt euch auch die Zuversicht, dass es, wenn es auch schwierig ist, dass auch dieses Hindernis zu überqueren ist. Die heilige Philomena bringt euch das orangige Licht immer stärker, vor allem auch in die hinteren Chakren. Es fließt durch euren Rücken, es fließt in euren vorne Bauch. Alles fließt jetzt orangiges Licht zu den anderen dunkelgrünen Strahlen, zu den roten Strahlen und zu meinem rubinroten Lichtstrahl. Alles fließt natürlich. Dunkelgrün, rot, rosa und oranges Licht. Und spürt, wie euer Lichtkörper immer sich mehr hinausdehnt und stärker wird. Und ihr auch immer mehr angehoben werdet. Spürt die Kraft in euch.
Spürt die Kraft in euch, wie ihr jetzt in höherer Schwingung euch befindet. Das dunkelgrüne Licht, das rote Licht, das rosa Licht und das orangige Licht mit meinem rubinroten Lichtstrahlen verbinden sich jetzt alle Strahlen und alle in Einheit und in Balance. Alles fließt in Friedensenergie. Alles fließt in Harmonie. Und jetzt kommt dazu das gelbe Licht, die gelben Strahlen von der wunderbaren heiligen Corona. Die heilige Corona, wo euch in den Solarplexus hineinleuchtet, in eures Solarplexus-Chakra. Spürt, wie es vorne jetzt hineinleuchtet wie eine Sonne. Alles leuchtet in gelben, golden Licht. Und spürt aber auch, wie es hinten in eurem Rücken genauso hineinstrahlt. Diese gelben Strahlen bringen euch auch die Kraft. Die bringen euch vor allem auch euer Energiesystem wieder in Bewegung, in eure eigene Kraft. Atmet es ein, das gelbe Licht, und haltet eine Hand auf eurem Bauch. So bekommt ihr jetzt die gelbe Energie von der wunderbaren heiligen Corona immer mehr in euer Solarplexus hinein. Sie ist auch zuständig, auch für den inneren Reichtum. Sie löst auch Blockaden, wenn auch etwas mit dem Finanziellen zu tun hat. Die heilige Corona, die löst alles. Sie macht jede Blockade, macht sie weg. Und alles fließt jetzt in eurem Solarplexus, denn euer Solarplexus-Chakra ist jetzt immer mehr in die höhere Schwingung. Genauso vorne, aber auch vor allem auch hinten am Rücken spürt ihr jetzt auch, wie eure Wirbelsäule immer stärker wird und immer mehr aufgerichtet wird. Denn jeder Wirbel wird auch durchleuchtet mit den wunderbaren Farbstrahlen der Heiligen. Alles fließt im Einklang, alles fließt im Einklang. Die dunkelgrüne Energie mit den roten Strahlen, mit den rosa Strahlen, mit den orangigen Strahlen und die gelben Strahlen, alle sind im Einklang. Und spürt, wie ihr jetzt bei eurem Solarplexus immer die Stärke mehr bekommt. Das eigene Energiesystem wieder auf Touren kommt und spürt jetzt auch, wie ihr jetzt immer mehr in die hohe Schwingung kommt, in eurem Solarplexus. Vor allem spürt ihr auch beide Seiten, die männliche und die weibliche Energie, wie sie im Einklang kommen. Alles fließt in Balance und spürt auch, wie euer Lichtkörper sich immer mehr ausdehnt und vor allem in hoher Schwingung geht, immer stärker. Alles fließt jetzt im Einklang.
Das gelbe Licht ist jetzt intensiv in eurem Solarplexus und der Solarplexus fängt jetzt an zu drehen, immer stärker. Euer Energiesystem ist jetzt wieder in großer Kraft. Spürt es, wie ihr jetzt die Kraft bekommt. Alles fließt im Einklang, alles fließt in Harmonie. Und es ist alles jetzt mit allem verbunden, von unten nach oben. Die dunkelgrüne Energie fließt durch euch durch. Die roten Strahlen verbinden sich mit den dunkelgrünen Strahlen und euer Lichtkörper geht immer stärker, weitet sich aus und breitet sich nach oben in die Breite. Spürt, wie ihr angehoben werdet, genauso vorne, genauso hinten. Alles strömt in Liebe von den wunderbaren Heiligen, wo jetzt ihr ganz stark verbunden seid. Alles ist Liebe. Ihr seid Liebe. Und jetzt werden wir noch dazu das hellgrüne Licht verbinden zu eurem Herzchakra. Das ist das hellgrüne Licht, wo euch auch die Freude bringt, wo euch auch jetzt das Licht bringt. Atmet ein, das hellgrüne Licht, und spürt euer Herz, wie es sich immer stärker öffnet. Euer Herzchakra wird jetzt intensiv hinaufgehoben, genauso vorne, aber genauso hinten. Die hellgrüne Energie ist jetzt ganz fest am Fließen in eurem Herzen. Jetzt könnt ihr auch eine Hand auf euer Herz drauflegen. Spürt es noch besser, wie die hellgrüne Energie jetzt intensiv in euer Herzraum geht, in eure Herzkammer. Alles fließt jetzt im Einklang. Alles fließt. Wir haben auf der linken Seite die wunderbare heilige Hildegard von Bingen, wo alles mit der Natur zu tun hat, mit den Kräutern, mit den Pflanzen. Die Liebe, wo sie besonders auch zu den Pflanzen hat und auch die Freude euch genauso bringt jetzt in euer Herzen. Die hellgrüne Energie von Hildegard von Bingen bringt euch vor allem auch, dass ihr mit den Pflanzen auch immer mehr, dass ihr genau wisst, was ist mit den Pflanzen, was könnt ihr machen. Die Hildegard von Bingen öffnet euch euer Herz besonders, alles, was mit der Natur zu tun hat. Das ist die linke Seite. Auf der rechten Seite ist der wunderbare heilige Antonius von Padua. Er mit seiner wunderbaren Herzenergie. Er bringt euch ganz viel Liebe mit. Er bringt euch auch sehr viel Herzwärme mit. Er bringt vor allem auch, dass ihr mit dem Herzen alles sehen könnt. Nicht nur mit den Augen, sondern eben auch mit eurem Herzen. Lasst es jetzt ganz weit öffnen, euer Herzen.
und spürt vor allem auch das vordere Chakra. Aber vor allem ist es ganz wichtig, das hintere Herzchakra, denn das braucht sehr viel Liebe und es braucht sehr viel Kraft. Immer stärker werdet ihr jetzt spüren, wie euer Herzen sich noch mehr öffnet. Immer stärker werdet ihr jetzt die Liebe spüren, auch die Freude zur Natur. Die Natur ist wirklich auch ein göttliches Geschenk. Was die Natur alles bringt, das wisst ihr ja selber. Die wunderschönen Blumen, die wunderschönen Pflanzen, wo so wichtig ist, auch zum Leben. Denkt daran, es ist ganz wichtig, dass man auch an den Natur, den Pflanzen, die Liebe weitergeht. Auch ist es wichtig, an besonderen Orten, wo die Natur vielleicht nicht mehr so viel Liebe hat, genauso, wo ich euch mitteilen möchte, vor allem auch bei dem Regenwald. Denkt daran, ihr Lieben, was alles steckt im Regenwald drin für uns, für euch. So viel Pflanzen, wo so viele Kraft haben. Es ist wie die Apotheke Gottes. Darum tragt auch Sorge zu der Mutter Natur, denn sie ist auch, wo euch weiterbringt. Aber atmet immer weiter ein. Die wunderbare Energie von der Hildegard von Bingen links und der rechten Seite, der heilige Antonius mit so viel Herzenergie. Und merkt, wie ihr jetzt euer Herz immer mehr angehoben werdet und es immer mehr sich öffnet. Immer stärker werdet ihr jetzt spüren, wie euer Herzen immer stärker sich ausweitet und immer in höhere Schwingung kommt und es immer höhere Energie in euren Herzen hineinfließen. Alles ist möglich, jetzt mit den dunkelgrünen Strahlen, mit den roten Strahlen, mit den rosa Strahlen, mit den orangigen Strahlen, mit den gelben Strahlen, mit den dunkelgrünen Strahlen von diesen wunderbaren Heiligen, wo mit mir ganz fest verbunden sind. Alles fließt jetzt im Einklang und spürt euer Lichtkörper, wie ihr immer stärker auch sich ausdehnt nach oben, auch in die Breite. Alles fließt im Einklang. Die männliche Seite, die weibliche Seite und alle Chakren arbeiten jetzt im richtigen Energiefeld jetzt. Alles fließt und fließt immer stärker mit meinem rubinroten Lichtstrahlen. Alles ist im Einklang. Und jetzt fließt alles. So, ihr Lieben, ich bin Jesus Christus. Ich fahre euch jetzt wieder ein bisschen runter, denn jetzt wird die Pause kommen für euch. Trinkt etwas, geht in die wunderschöne Natur, atmet es ein und dann sind wir in einer Dreiviertelstunde wieder für euch da. Und bis dann, alles Liebe, euer Jesus Christus.
Und so ist der erste Teil vorbei, ihr Lieben. Und ich hoffe, es geht euch gut, dass ihr jetzt die Chakren richtig spürt, wie sie arbeiten. So habt ihr mal gesehen, wie ich arbeite mit den Chakren. Es sind jetzt die ersten Chakren bereits in Bewegung gekommen. Ja, wir werden jetzt eine Pause machen. Jetzt dehnt sich das ein bisschen länger aus. 3/4 Stunde ist die Pause. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das dann hineinschreiben, auch wie ihr euch fühlt. Das ist ja wahrscheinlich, habt ihr auch gespürt, dass neue Chakren dazugekommen ist. Das ist natürlich der Erdsternchakra und das dritte Chakra. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr jetzt Flüssigkeit zu euch nehmt. Und dann machen wir natürlich dann nach der Pause, wir werden uns auch jetzt stärken, etwas essen, etwas trinken. Ich hoffe, es geht euch gut, ihr fühlt euch wohl. Und auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr wieder beim zweiten Teil auch dabei seid. Vielleicht braucht ihr auch, ja, braucht ihr jetzt etwas Ruhe, wenn ihr das Gefühl habt, dann könnt ihr natürlich wieder dabei sein, aber einfach ist wichtig, ja, euch ständiger Begleiter, mein Olivenholzkreuz, wo mich überall hin begleitet, kommt aus Bethlehem und das ist, kann man auch mit Öl einreiben. Das ist wirklich, es gibt mir sehr viel Kraft, gibt mir auch sehr viel Schutz. Genauso mein Amulett, mein Jesus-Amulett mit echten Rubinen und Gold, wo eben auch da rundherum die 12 Strahlen drin sind von den Heiligen. Insgesamt, ihr Lieben, noch etwas zu meinem Amulett, wenn ihr das seht, werden insgesamt 36 Heiligen werden da dann auch mit auch in die Meditation kommen. Werden also insgesamt weibliche und männliche Energien werden dann uns begleiten. Ich sage jetzt mal, Ende Jahr wird das dann soweit sein. Wenn ihr da möchtet, auch, ich mache dann auch Karten dazu von den Heiligen, mit Jesus, mit der Familie von Jesus. Mutter Maria, Maria Magdalena, die Mutter von Mutter Maria, die heilige Anna, das wird jetzt dann im zweiten Teil, kommt sie dann mit dem lila Strahl. Mutter Maria macht den Anfang, ihr Lieben, mit dem hellblauen Mantel. Also, habt ihr etwas Gutes gegessen? Habt ihr auch Flüssigkeit zu euch genommen? Denn das ist wichtig, das hat ja auch Jesus gesagt. Viel Flüssigkeit, hoffentlich habt ihr auch etwas in der Nähe bei diesen warmen Temperaturen, wo jetzt auch kommen, immer noch höhere Temperaturen, wird es nächste Woche werden. Vor allem eben, es geht ja 40 Grad, also auch da in der Schweiz, also ich denke, das ist überall so. Aber auf jeden Fall, wir werden da ganz fest unterstützt, natürlich auch jetzt mit Jesus Christus, mit seiner wunderbaren Energie. Und ich habe jetzt schon viele Feedback gehört, freut mich, ihr Lieben. Da habt ihr es geschrieben im WhatsApp, da habt ihr es mir geschrieben, auch im Chat. Ich freue mich sehr, dass ihr das auch gut gespürt habt und das angenommen habt, dass ihr das auch so in dieser hohen Schwingung sind.
wie gesagt, die ersten 6 Chakren sind jetzt, haben wir gemacht. Vom Erdstern unter den Füßen bis zum Herzchakra. Das sind jetzt die ersten 6, haben wir jetzt durchgemacht. Und jetzt geht es dann in die hohe Energie, natürlich Halschakra. Wird als erstes sein, neben Mutter Maria und dem hellblauen Mantel. Und da geht es hoch bis 30 cm über dem Kopf. Das ist dann neue Chakra, wo ihr dann sicher wahrnehmen könnt, dass es eben hochschwingende Energie kommt. Auch durch alle eure Zellen wird das fließen. Das hat mir Jesus auch gesagt. Es kann also auch Heilung geschehen, es kann Transformation geschehen, einfach alles fließen lassen. Auch zum Beispiel, wenn ihr spezielle Punkte habt, wo zum Beispiel Schmerzpunkte, körperliche, seelische, dann leitet es mit euren Gedanken dorthin. Dann werdet ihr auch das selber können machen mit diesen Strahlen, mit dem Jesuslicht. Ja, ihr Lieben, auf jeden Fall ist es wichtig, dass ihr da ja in euch sitzt, in eurer Balance sitzt. Jetzt hoffe ich, es geht euch gut. Jetzt frage ich mal. Jetzt ist auch mein Schatz wieder an Technik gekommen. Jetzt kann er mir auch sagen, was ihr geschrieben habt, das, wo ich noch nicht gelesen habe. Neu, wie geht's euch? Wie fühlt ihr euch? Seid ihr bereit für den zweiten Teil? Das ist Sarah, meine kleine Malteserhündin. Sarah, komm mal zu mir. Oh, Schatzin, komm, kannst du mal durch. Vorhin ist der Levi da gewesen und jetzt ist Sarah. Sarah, schau mal schön in die Kamera rein. Sarah ist jetzt für euch da bei mir. Hat auch schaumediales Umdali. Wo bist du? Du Ursula, sehr gut, danke. Freut mich, Ursula, dass es dir sehr gut geht. Und bist bereit jetzt für den zweiten Teil? War sehr kraftvoll, hat Annemarie gesagt. Ja, super, danke, die liebe Annemarie. Jetzt geht es ins zweite Teil über. Freut mich. Und wie viele sind jetzt da? Viola hat ein Bett in die Hand. Hoi, Viola! Wir haben ja vorhin schon geschrieben, gell? Du bist voll Action, gell? Wird sie immer noch kribbeln? Jetzt hat es ein bisschen aufgehört. Jawohl. Gut. Und die liebe Dorothea, ist die auch da noch? Und Brigitte, ist Brigitte auch da? Also es sind einfach 9, sind eingeloggt. Aha. Also ihr hört schon wieder die wunderbare Musik von dem Knabenchor an Montserrat. Gehen wir wieder in diese hohe Energie rein. Diese Musik, das lieben die Heiligen, die hochschwingende Energie, das ist auch wichtig für diese Meditation, dass wir eben auch so mit der Musik auch hinaufgeführt werden. Da braucht es eben auch die richtige Musik. Habt ihr noch Fragen, irgendetwas noch Wichtiges, was ihr mir mitteilen möchtet, bevor es anfängt? Also Katrin hat geschrieben, hohe Energien sind geflossen, danke. Wunderbar, danke dir, liebe Schwester, jetzt Katrin. Und Dorothea aus Kanada, sagt sie. Hi Dorothea, schön bist du auch da, freut mich sehr. Der Harmonik Darkness ist auch immer noch da. Ah, Sali Michi! Hoi, das ist aber schön, dass du auch da bist. Hast du dir Sabina gekauft? Das ist sehr gut, dass du das gemacht hast. Bravo.
Und Sabina ist ja da. Ich muss die Text hat sie geschrieben um 16:30 vor einer Stunde. Mhm. Tust du sollst du mal du noch sehen? Hast du eine Sabina drin geschickt? Also, Lieben, wir machen uns bereit auf die neuen, vor allem auf die hohen, weiteren Chakra. Wir werden uns genauso wieder mit den Füßen erden. Denn jetzt gehen wir noch in die höhere Energie rauf. Das werdet ihr auch merken, denn jetzt geht es ins Halschakra rein. Und aber wir müssen auch speziell jetzt wieder atmen. Richtig tief in den Bauch hinein atmen. Oder habt ihr noch etwas auf dem Herzen, dann schreibt es noch und dann nachher fangen wir an. Diese Musik ist eben auch diese Musik, wo speziell uns anhebt. Und zwar werden wir auch angehoben für die vorderen Chakren, aber genauso gehört es auch dazu in die hinteren Chakren. Das spürt ihr auch jetzt schon. Jesus Christus ist für uns da, aber jetzt werden wir einatmen, tief in den Bauch hinein. Ihr könnt auch mit einer Hand auf den Bauch halten und spürt ihr euch noch selber, noch besser euer Atem. Es ist ganz, ganz wichtig, tief in den Bauch hineinatmen. Dann wartet einen Moment, bis ihr dann wieder alles ausatmet. Und dann atmen wir wieder ein, haltet an einen Moment und dann wieder ausatmen, alles raus. Und dann machen wir das nochmal, das hat niemand mehr geschrieben jetzt. Dann gehen wir jetzt in diese Energie rein, dass Jesus Christus wieder zu uns spricht. Wir atmen nochmals tief in den Bauch rein. Haltet an den Atem und dann wieder alles ausatmen. Und beide Füße wieder stark am Boden, bequem sitzen, denn jetzt geht es wieder in die hohe Schwingung rauf. Und ich rufe jetzt wieder Jesus Christus. Wir freuen uns, dass du uns wieder begleitest, deine wunderbare Energie zu uns sendest, mit deinem rubinroten Lichtstrahl. Ich übergebe dir jetzt das Wort, liebe Jesus Christus. Danke dir, meine liebe Schwester Astaria Hiane. Ja, ich bin wieder da für euch, ihr Lieben. Ich bin Jesus Christus, euer Jesus Christus. Und es freut mich auch sehr, dass ihr jetzt wieder da seid, zu dem zweiten Durchgang. Wir verbinden uns jetzt zuerst mit meinem rubinroten Licht, wie es nochmal alles durch von unten dem Erdsternchakra richtig durchfließt hinauf bis über den Kopf. Atmet es ein, mein rubinrotes Licht, wie es durch euch, durch alle Chakren hindurchfließt, durch alle Chakren zu den anderen Strahlen, wo vorher
schon da waren. Also, und jetzt kommt meine geliebte Mutter. Meine geliebte Mutter. Eure Mutter Maria. Sie kommt jetzt zu euch mit ihrem hellblauen Licht. Meine geliebte Mutter, bringt das hellblaue Licht über sie. Atmet ein die hellblaue Strahlen in euer Halschakra, dass ihr euch richtig einhüllen könnt. Mit dem hellblauen Licht, das kommt jetzt von der linken Seite, Herzenseite, fließt es jetzt zu euch hin, über den Nacken, über die Schultern. Und sie legt euch jetzt ihren hellblauen Mantel über euch hin. Die hellblaue Energie bringt euch auch so viel Leichtigkeit. Auf der anderen Seite kommt die heilige Bernadette von Zubiron, wo auch ganz fest mit meiner geliebte Mutter so eng verbunden ist. Spürt auch ihre Liebe, spürt auch ihre Kraft. Sie hilft euch speziell, gewisse Situationen anzunehmen. Gewisse Situationen, wo nicht so leicht sind zum Verstehen. Denkt daran, ihr Lieben, dass ihr genau in solchen Situationen hat es keinen Wert. Sagen, das möchte ich nicht. Denkt daran, man kann es nicht ändern. Es ist und es soll so sein, es kann auch die göttliche Bestimmung, kann das eben auch nicht ändern. Aber am besten, denkt daran, dass genau in dieser schwierigen Situation, dass es einfach annimmt, in dieser Situation, umso schneller, dass ihr das annimmt, wird das viel leichter werden in eurem Herzen, in eurer Seele. Denn dann wisst ihr auch, dass es schneller vorübergeht. Also die hellblaue Energie von meiner geliebten Mutter kommt jetzt links über euch, über die Schultern. Und rechts kommt Bernadette von Zubiron. Spürt ihre Liebe auch in eurem Herzen. Spürt ihre Liebe, wie sie mit euch verbunden sind, meine geliebte Mutter. Wo auch jede Knoten, jede Blockade lösen kann. Denkt daran, eure geliebte Mutter bringt euch auch so viel Kraft und vor allem auch Liebe in eurem Herzen. In eurem Herzen spürt ihre Liebe, wie sie mit ihrem hellblauen Lichtstrahl euer Herz so leicht macht. Und wenn ihr etwas jetzt meine geliebte Mutter übergeben möchtet, auch etwas, wo sehr Traurigkeit ausgelöst hat,
dann könnt ihr das jetzt machen. Befreit euch von euren Sorgen. Befreit euch von eurer Last. Meine geliebte Mutter legt jetzt ganz fest nochmals ihren hellblauen Mantel über euch hin. Hüllt euch ein. Spürt ihre Liebe, wie sie jetzt bei euch ist. Die hellblaue Lichtenergie, die hellblaue Schutzkraft und vor allem ihre Liebe ist jetzt so fest mit euch verbunden, Herz an Herz. Und jetzt kommen zu den hellblauen Strahlen von Mutter Maria, eure Mutter. Meine Mutter, denkt daran, ihr Lieben, sie ist immer für euch da. Und wenn ihr ein schwieriges Thema habt, meine, eure geliebte Mutter bringt euch so viel Trost, so viel Mitgefühl, dass es alles leichter wird. Ja, so ist es wahrhaftig. Und jetzt kommen natürlich die anderen Strahlen, die dunkelgrüne Energie von Martha, von Pio, von Christophorus und die roten Strahlen von Katharina von Siena, von der heiligen Zwilling Cosmas und Damian, von den wunderbaren Ärzten aus Syrien. Dann kommt natürlich die liebevolle Rita mit ihrer großen Liebe, mit dem Rosalicht. Alle Strahlen verbinden sich jetzt miteinander. Alle Strahlen. Und dann kommt auch die wunderbare Philomena, wo es ein alles auch für Kinder zuständig ist, für mediale Kinder, unterstützt sie vor allem, weil sie eben auch schon noch als Kind den Tod gefunden hat. Aber jetzt kommen natürlich weiter die heilige Corona mit dem gelben Licht. Alles fließt jetzt im Einklang. Alles fließt jetzt in Friedensenergie. Und es kommt auch noch die hellgrüne Energie von Hildegard von Bingen und der Heiliger Antonius von Padua, alles fließt im Einklang. Alles fließt im Einklang, auch mit der Natur. Alles fließt so wunderbar in großer Liebe. Spürt auch, wie euer Lichtkörper immer breiter wird und höher wird. Und immer ausgedehnt wird und eure Aura immer stärker leuchtet. Alles leuchtet. Alle Strahlen sind jetzt ganz fest verbunden, auch mit meinem rubinroten Licht. Diese Strahlen bringen eure Chakren wieder zum Leuchten. Und sie verbinden alle miteinander. Das hellblaue Licht strahlt jetzt über euren Schultern. Der wunderbare Mantel von meiner geliebten Mutter ist jetzt ganz ausgebreitet, von Kopf bis Fuß über den Rücken. Alles ist jetzt eingehüllt.
hellblaues Licht über euch jetzt von eurer geliebten Mutter, von meiner geliebten Mutter. Alles fließt so wunderbar in hoher Schwingung. Und jetzt spürt ihr auch euer Chakra, euer Halschakra, wie es angehoben wird, vorne, aber auch hinten. Alles fließt immer höher auf. Alles fließt immer in höhere Energie. Und spürt euch selber in eurem Herzen, wie es voller Liebe, auch von meiner, von eurer geliebten Mutter ist. Und das Halschakra fängt jetzt an zu drehen. Alles wird leichter, auch die Seele, alles, was in der Seele ist, wo vielleicht etwas Trauriges schon länger drin steckt. Mutter Maria, unsere geliebte Mutter, sie bringt euch vor allem, sie bringt uns allen ihre Wärme, ihre Liebe, ihre Trost. Spürt es in eurem Herzen, spürt es, nehmt es wahr, wie sie jetzt in euch drin die Liebe ist von mir. Alles ist Liebe. Das hellblaue Licht strahlt jetzt in eurem Herzen. Spürt, wie ihr mit eurem Herzen es noch mehr öffnet. Und euer Halschakra, auch wenn ihr mal etwas Wichtiges zu sagen habt, denkt daran. Schluckt es nicht drunter wegen dem Frieden. Nein, wenn euer Herz euch sagt, ich weiß es, dass ich das jetzt sagen sollte. Aber ich kann es nicht. Denkt daran, ihr Lieben, dann ist es noch so wichtig, dass ihr es ausspricht, dass ihr es auch über die Lippen ausspricht und nicht nur im Herzen das habt. Es ist wichtig, dass ihr es aussprecht. Und ihr werdet das auch jetzt spüren, dass ihr genau etwas habt in eurem Herzen, wo vielleicht schon lange an die Oberfläche raus möchte. Denkt daran, euer Herz weiß es. Es ist der Spruch, folge deinem Herzen. Wenn ihr das macht, und seid ihr sicher auf dem richtigen Weg. Die hellblaue Energie strahlt jetzt um euch, in euch, über euch, von unserer geliebten Mutter. Alles ist im Einklang und in Friedensenergie. Und euer Lichtkörper geht immer weiter sich aus. In alle Richtungen, er dehnt sich aus und ihr spürt auch, wie ihr angehoben werdet immer mehr. Alles fließt in Harmonie, alles fließt in Liebe, alles fließt in Licht. Und jetzt geht es weiter. Wir kommen jetzt zu dem Stirnchakra. Stirnchakra mit dem lila Licht. Das ist die hohe Transformationsenergie, wo Altes weggeht und wo neue, hohe Schwingungen zu euch kommen. Das lila Licht bringt uns meine geliebte Großmutter, die heilige Anna, die Mutter von
meine geliebte Mutter. Ja, die heilige Anna lest jetzt über eures Stirnchakra, über euer Stirne, das lila Licht. Auch dort ist es wichtig, dass ihr das jetzt bekommt. Denn euer drittes Auge braucht auch stetig wieder Transformationsenergie. Die Transformationsenergie, dass auch Altes wieder weggeht, Verbrauchtes, manchmal auch etwas Negatives. Kann auch sein von anderen, von durch Gedanken. Aber die wunderbare, heilige Anna wird jetzt euch das lila Licht bringen bei eurem dritten Auge. Auch das braucht vor allem auch die hohen Energien, die hohen Schwingungen. Spürt die Anhebung auch von eurem dritten Auge. Und das dritte Auge, dass ihr auch immer mehr in die hohen Schwingungen kommt. Für das Hellsehen, auch das Hellwissen, das Hellriechen, das Hellschmecken, Hellhören. Die hohen Schwingungen, das ist eben auch wichtig, dass alles angepasst wird bei eurem dritten Auge. Das lila Licht, das transformiert alles und holt wieder das lila Licht, die Transformationsenergie in euch hinein. Hohe Energien, wo ihr auch brauchen für die Aufstiegsenergien. Spürt, wie die heilige Anna das lila Licht über euch, über euren Kopf, alles in Leichtigkeit bringt, in eure Gedanken. Alles fließt in lila Energie, alles fließt in lila Kraft. Und vor allem, dass ihre Sachen, wenn etwas weggeht, dann lasst es geschehen. Die Transformationsenergien, die sind eben auch wichtig, dass Sachen weggehen können. Wenn ihr jetzt etwas merkt, wo zum Beispiel aus euren Füßen rausfließt, dann soll es so sein. Dann lasst es jetzt so fließen nach loslassen. Und genauso, wenn ihr jetzt spürt, wie es von oben hohe Schwingungen zu euch kommt, dann heißt es, lasst es so einfach fließen, wie es sein soll. Ja, das lila Licht, das transformiert alles. Und jetzt kommt eben auch noch der heilige Jochim. Der heilige Jochim ist der Mann oder mein Großvater. Der heilige Jochim wird jetzt alles wieder aufgebaut mit dem goldenen Licht. Anna transformiert alles und der heilige Jochim kommt mit positiver, goldenen Licht und gibt die Kraft wieder von Neuem hin. Das ist jetzt so wichtig, dass die Transformationsenergie richtig jetzt arbeiten können bei euch. Und die lila Licht und das goldene Licht, das verbindet sich jetzt wieder mit meinem rubinroten Lichtstrahlen. Und lasst das los, was ihr nicht mehr braucht. Das könnt ihr auch nämlich selber jetzt sagen. Heilige Anna, nimm das von mir weg. Ich möchte das loslassen. Dann spricht jetzt zu der heiligen Anna, dass sie das euch wegnimmt,
wo ihr nicht mehr braucht oder wollt. Auf jeden Fall mit hohen Transformationsenergien verbinden sich jetzt mit dem dunkelgrünen Licht, mit dem roten Licht, mit dem rosa Licht, mit dem orangigen Licht, mit dem gelben Licht und mit dem hellgrünen Licht, mit dem hellblauen Licht. Und alles leuchtet in allen Farben jetzt um euch, in euch. Alle Chakren strahlen, leuchten, drehen wieder im richtigen Uhrzeigersinn. Alles strahlt und scheint auch in eure Aura. Euer Lichtkörper weitet sich immer stetig auch nach oben aus. Spürt eure Lichtkörper, spürt eure Merkaba, wie er jetzt strahlt, wie er in hoher Schwingung ist. Alles fließt im Einklang, alles fließt in Balance, alles fließt jetzt in großer Liebe, Kraft, Harmonie über euch, in euch, um euch. Alles fließt. Die Chakren werden jetzt alle angehoben. Vorne, aber auch hinten. Alles leuchtet in diesen Farben. Und mein rubinrotes Licht gesellt sich jetzt noch dazu. Lasst es in euch fließen, lasst es in euch strahlen, lasst es in euch leuchten. Es ist die Liebe aller Heiligen und mir. Ich bin Jesus Christus und ich bringe euch mein rubinroter Strahl. In euch, vor allem auch in eurem Herzen. Spürt die Liebe von uns, spürt die Liebe, wie es scheint und strahlt in eurem Herzen. Alles leuchtet in allen Farben. Und jetzt werden wir weiter mit dem klaren Strahl. Der klare Strahl ist hinter dem Kopf, Hinterkopf, das Kausalchakra. Aber wir haben natürlich weiter noch das blaue Licht. Das blaue Licht, wo natürlich über dem Kopf kommt und auch das klare Licht hinter dem Kopf. Spürt jetzt die blaue Energie, wie es über dem Kopf, das ist das Kronenchakra, das Scheitelchakra. Dort haben wir auf der linken Seite die heilige Lucia, wo sehr alles bringt, vor allem auch gut für die Augen. Sie ist in blauer Kraft, sie ist in blauer Energie, wo ihr jetzt über den Kopf fühlt und euer Kronenchakra, euer Scheitelchakra, wie es jetzt diese zwei Strahlen. Auf der rechten Seite haben wir der heilige Lazarus, der heilige Lazarus, wo ich euch jetzt auch die Lebensenergie bringt. Die zwei Strahlen bringen euch jetzt so viel Kraft, so viel Liebe und euer Kronenchakra fängt jetzt immer mehr an zu arbeiten. Vorne, aber auch hinten. Alles fließt jetzt. Königsblaues Licht
Königsblaues Licht fließt jetzt in euer Kronenchakra und seht jetzt, wie es strahlt in euch hinein. Das königsblaue Licht kommt von beiden Seiten hoch. Weibliche Seite links, männliche Seite rechts. Alles fließt im Einklang mit. Alles fließt, alle Strahlen sind jetzt ganz fest miteinander verbunden. Und das blaue Licht gibt euch jetzt auch einen weiten Kanal nach oben. Immer mehr werdet ihr jetzt angehoben. Vorne, auch die männliche und weibliche Energien werden jetzt auch immer mehr in Balance kommen. Und stellt euch jetzt vor, wie über eurem Kopf eine wunderschöne Lotusblüte. Eine blaue Lotusblüte, wo jetzt sich öffnet. Eine Blüte nach den anderen öffnet sich jetzt über deinen Kopf. Spüre die Harmonie, spüre den Frieden und spüre vor allem die Ruhe. Wie es jetzt immer mehr von Blütenblättern sich öffnet. Eine Blütenblatt nach den anderen. Öffne es jetzt rund um deinen Kopf. Alles fließt in blaues Licht. Königsblaues Licht weitet sich immer mehr bei dir auf. Die königsblaue Lichtenergie geht aber natürlich auch in dein Herzen. Auch dort bekommst du eine schöne blaue Lotusblüte. Dein Friedenstempel ist da drin. Spüre die Ruhe, spüre den Frieden, spüre die Entspannung. Und spüre auch die Leichtigkeit nun in deinem Herzen. Auch in deiner Seele kriegst du diese Lotusblüte. Auch dort braucht es Ruhe. Auch dort braucht es Frieden. Spüre diese Lotusblüte, die größte ist natürlich auf deinem Kopf. Spüre, wie jede Lotusblütesblatt sich noch mehr öffnet, noch mehr weiter wird, noch mehr weiter ausdehnt. Deine Merkaba breitet sich noch mehr, immer in höherer Schwingung aus. Höher und höher wirst du angehoben. Spüre deine Aura, wie sie immer stärker wird. Spüre, wie es immer mehr in dich leuchtet. Spüre die Kraft in dir. Aber auch um dich, deine Aura ist so in Stärke jetzt aufgebaut. Spüre deine Merkaba, spüre den Lichtkörper. Jede einzelne Zelle in deinem Körper öffnet sich jetzt für diese Strahlen. Nimm es auf, atme es ein, wie es in dir jetzt fängt, noch mehr zu höherer Schwingung aufzuheben. Vorne, aber auch hinten. Die Chakren werden immer in höhere Schwingung kommen.
Und du wirst auch getragen von unserer Liebe. Spüre die königsblaue Energie jetzt über dir. Und jede Strahlen dunkelgrünes Licht, rotes Licht, rosa Licht, orangiges Licht, gelbes Licht, hellgrünes Licht, hellblaues Licht, alles weitet sich immer mehr aus. Und das lila Licht und das blaue Licht, spüre deine Merkaba, wie sie stärker sich ausdehnt, immer mehr. Und jetzt kommt natürlich mein rubinrotes Licht, wo alles hineinfließt. Alle Strahlen verbinden sich jetzt miteinander. Spüre jede Zelle, wie sie in dich hineinfließen. Jetzt kommt aber das klare Licht. Das klare Licht, wo alles jetzt um deinen Kopf auch fließt, über die Ohren, über deinen Hinterkopf. Das ist das Kausalchakra, das klare Licht, wo dich anhebt, wo vor allem deine Ohren in die richtige Frequenz bringt, in die hohen Energien, dass ihr das aushaltet, nämlich die hohen Schwingungen können eben mit den Ohren, mit euren Ohren immer mehr, dass ihr auch Geräusche gehört. Aber das ist auch wichtig. Lasst es einfach jetzt in euch fließen. Die heilige Oranna ist da zuständig. Auch für Schwindelgefühle. Auch das ist die heilige Oranna. Sie hilft euch, dass ihr angepasst werdet in euren Frequenzen. Vor allem das mit den Ohren, dass das richtig eingestellt wird. Braucht es das klare Licht von der heiligen Oranna. Die heilige Oranna bringt euch auch in die Ruhe, selbst wenn die hohen Energien so hoch sind, dass ihr das spürt in euren Ohren. Auch Schwindelgefühle, alles kann das bringen, aber die heilige Oranna bringt euch jetzt auch dort die Leichtigkeit. Spürt es über euren Kopf. Spürt es hinter eurem Kopf und vor allem um eure Ohren, wie es richtig angepasst wird, die richtige Frequenz eingestellt wird in euren Ohren. Lasst es richtig in euch fließen, die hohe Transformationsenergie, auch für eure Ohren. Dass ihr das aushaltet, dass ihr auch diese Energie in euren Ohren in Leichtigkeit könnt. Das Empfangen natürlich in Liebe, in Licht. Und das ist die heilige Oranna zuständig. Die heilige Oranna, wo euch jetzt über die Ohren das klare Licht umhüllt, über euren Hinterkopf, wo alle Farben zeigen kann. Das klare Licht, wo alles in allen Farben wie richtig große Regenbogen strahlen. Über euch kommen. Die hohe Frequenz von den Ohren. Das bringt so viel hohe Schwingung mit. Und spürt es auch in eurem Merkaba, in eurem Lichtkörper, wie er jetzt wieder noch mehr verbreitet wird.
noch mehr ausdehnt nach oben und spürt, wie ihr angehoben werdet von vorne Chakra, aber auch das hintere Chakra. Und es fängt alles an zu drehen. Alle Chakren sind im Einklang. Alle Chakren werden mit den Strahlen verbunden. Dunkelgrünes Licht, rotes Licht, rosa Licht, orangiges Licht, gelbes Licht, hellgrünes Licht, hellblaues Licht, lila Licht, königsblaues Licht. Alles fließt im Einklang, alles fließt in Harmonie, alles fließt in Liebe. Du bist Liebe, ihr seid Liebe, Lichtenergie für alle. Spürt die Friedensenergie in euch, spürt die Kraft in euch, wie alles ausdehnt, euer Lichtkörper, wie er jetzt arbeitet und durch alle Zellen ihr jetzt diese Strahlen bekommen. Jetzt. Es fließt in euch. Es strahlt in euch und es leuchtet überall in allen Farben um euch. Spürt die Kraft, wie es immer mehr auch durch eure Wirbelsäule fließt. Alles ist in Kraft, in göttlicher Kraft verbunden, von unten nach oben. Unter euren Füßen strahlen alle Farben bis hoch über euren Kopf. Die Lichtkörper wird immer stärker ausgeweitet und ihr spürt es auch, wie eure Aura stärker und noch stärker wird. Und jetzt kommen natürlich noch das Türkislicht, die Türkisenergie, wo natürlich dem heiligen Josef alles fließt in Türkislicht. Der heilige Josef, der Wunderbare, wo mit mir so fest verbunden ist, wo mich aufgezogen hat, bin auch sehr dankbar. Die Türkiskraft über eurem Kopf fließt jetzt von oben herab. Spürt die Türkisenergie um euch, über euch, wie es fließt nach unten. Türkislichtenergie vom heiligen Josef, wo alles reinigt, wo alles entgiftet, wo alles von dir wegbringt, wo auch jede Blockade gelöst wird. Das ist die Türkislichtstrahlen. Vor allem spürt ihr das auch in eurer Seele. Dort ist richtig die Türkiswasserenergie. Die Türkisenergie, wo alles richtig abwascht, reinigt. Wenn da irgendetwas im Energiefluss blockiert ist, dass ihr die Kraft nicht bekommt, dass ihr zu wenig die Lebensenergie habt für bestimmte Themen, dann ist die Türkiskraft vom heiligen Josef genau die richtige. Lasst das alles abfließen, so wie ein Wasserfall, wo ihr jetzt drunter steht.
Spür die Türkis-Lichtenergie, die Türkis-Wasserkraft, wo alles von euch abwäscht. Das, wo ihr nicht mehr braucht, das könnt ihr jetzt abgeben vom heiligen Josef. Spürt, wie es aus euch herunterfließt. Fließt immer weiter unten bis zu den Füßen und wie es aus den Füßen das alles weggeht, wo ihr nicht mehr braucht. Die Türkis-Energie vom heiligen Josef bringt euch vor allem auch Reinigung. Wenn ihr bis jetzt etwas, wo ihr nicht loslassen könnt, dann ist der heilige Josef zuständig und bringt euch wieder das los, wo vielleicht schon länger eine Blockade drin ist. Er wäscht das alles weg mit dem reinen Türkislicht. Mit dem reinen Türkisstrahl spürt, wie es um euch immer leichter wird, immer heller wird in eurer Seele. Es strahlt eure Seele. Es leuchtet in eure Seele und auch in eurem Herzen. Alles leuchtet im Türkislicht. Alles leuchtet im Türkisstrahl. Und jetzt verbinden sich die anderen Strahlen, die dunkelgrünen Strahlen, die roten Strahlen, die rosa Strahlen, die orangigen Strahlen, die gelben Strahlen, die hellgrünen Strahlen, die hellblauen Strahlen, die lila Strahlen, die goldenen Strahlen, die königsblauen Strahlen, die klaren Strahlen und die Türkislichtstrahlen mit meinem rubinroten Licht weitet es sich immer noch mehr aus. Spürt eure Zellen, wie sie durchflutet werden. Alles fließt in wunderbarer, auch Türkislichtstrahlen. Alles fließt im Einklang. Alles fließt im Einklang. Alles fließt wundervoll in Liebe. Durch dich, um dich, über dich, unter dir, hinter dir. Alles fließt. Fließt in allen Farben jetzt. Und es reinigt und es leuchtet und es fließt überall. Und die Merkaba, euer Lichtkörper, ist jetzt in großer, hohen Ebene, in hoher Schwingung. Immer mehr wird ihr angehoben. Vorne, aber auch hinten. Und jetzt kommen wir bereits zu dem 12. Chakra. Das weiße Licht, die weiße Kraft über eurem Kopf ist das Sternentorchakra. Spürt die Kraft, die reine göttliche Kraft, wo von oben, von dem göttlichen Brunnen über euch kommt. Die reine Energie, die weiße göttliche Energie von meiner geliebten Maria Magdalena. Die linke Seite füllt sie jetzt auf. Über eurem Kopf
Spürt ihre Liebe, wie sie stark mit euch verbunden ist. Spürt in eurem Herzen, wie es leuchtet, wie es strahlt im reinen weißen Licht, wo Maria Magdalena euch die Liebe noch mehr bringt. Eure weibliche Kraft wird immer stärker. Eure weibliche, göttliche Energie verbindet sich aber auch mit der männlichen Energie, nämlich auch mit mir. Rubinrotes Licht von mir, weißes Licht von unten, wir zwei Strahlen verbinden jetzt uns zusammen, eins in eins. Und dazu gesellt sich auch noch der heilige Josef von Arimathea. Der kommt jetzt auch von oben herab mit dem weißen Licht rechts. Und der wunderbare heilige Franziskus von Assisi, wo ganz fest mit den Tieren verbunden ist. Diese Strahlen, die weißen Strahlen durchleuchten jetzt euer Sternentorchakra. Spürt die Liebe von meiner geliebten Maria Magdalena, aber auch von Franziskus von Assisi, wo mit den Tieren spricht, wo sie versteht, eins in eins. Und der heilige Josef von Arimathea, wo auch so fest mit mir verbunden ist. Diese weißen Strahlen bringen über euch die reine göttliche Kraft. Von oben strahlt es hinunter bis tief unter euren Füßen. Alles leuchtet jetzt im klar hellen Weiß. Im reinen weißen Licht durchstrahlt werdet ihr jetzt von oben nach unten. Alles ist im weißen göttlichen Licht verbunden jetzt. Alles fließt in allen Strahlen. Die dunkelgrünen Strahlen, die roten Strahlen, die rosa Strahlen. Die orangigen Strahlen, die gelben Strahlen, die hellgrünen Strahlen, die hellblauen Strahlen, die lila und die goldenen Strahlen, die königsblauen Strahlen, die klaren Strahlen, die Türkisstrahlen und die weißen, klaren Lichtstrahlen stehen jetzt über euch. Spürt die reine göttliche Kraft, wie es über euch fließt. Alle Zellen werden jetzt durchleuchtet, alle Zellen. Alles fließt im Einklang jetzt, alles fließt in Liebe, alles fließt in Friedensenergie. Spürt jetzt eure Chakren, wie sie durchleuchtet werden, allen Farben von den wunderbaren Heiligen, wo jetzt ihr ganz fest verbunden seid. Und euer Lichtkörper strahlt, dehnt sich aus und weitet sich nach oben. Eure Merkaba, eure Aura, sie leuchtet in den hohen Schwingungen. Spürt euch, wie ihr verbunden seid mit der allumfassenden Liebe von mir in eurem Herzen. Ja, ihr Lieben, das sind die Strahlen von den Heiligen. Und jetzt zum Abschluss
bekommt ihr jetzt noch zu meinem rubinroten Licht das goldene Licht. Die goldene Strahlen, wo ihr jetzt von oben bekommt. Das goldene Licht bringt euch vor allem den Schutz und den Segen. Spürt das goldene Licht, wie es auch in euch hineinfließt, von oben nach unten. Jede Zelle wird durchleuchtet. Es gibt euch auch intensive Kraft. Es gibt auch intensiven Schutz. Und es wird jetzt immer stärker, werdet ihr aufgebaut. Euer Lichtkörper strahlt in allen Farben, weitet sich aus, immer stärker. Eure Merkaba ist jetzt ganz ausgebreitet, ausgedehnt, in der hohen Schwingung über euch, unter euch. Spürt, wie ihr angehoben werdet, wie ihr hoch schwingt. Und das goldene Licht fährt jetzt auch in eure Wirbelsäule, in eure DNS-Stränge. Die goldene Energie von mir bringt euch auch in die DNS-Stränge, die Kraft hinein. Spürt es in euren Zellen, wie es arbeitet. Jede Zelle wird jetzt mit dem goldenen Licht durchleuchtet. Jedes goldenes Licht von mir durchleuchtet jede Zelle von euch jetzt. Spürt, wie ihr aufgehoben werdet, immer stärker, noch mehr mit den goldenen Lichtstrahlen von mir. Rubinrot und Golden verbinden sich jetzt zusammen. Alles fließt im Einklang. Alles fließt im Einklang und Friedensenergie. Schutz für euch. Segen für euch. Auf all euren Wegen sollt ihr jetzt den Schutz und den Segen bekommen von mir, von Jesus Christus. Spürt, wie ihr jetzt die große Schutzkraft bekommt um eure Aura. Spürt, wie euch jetzt immer stärker aufgebaut werdet. Goldener Segen über euch, goldenes Licht über euch, um euch, in euch, hinter euch, vor euch, neben euch. Alles fließt im goldenen Licht. Ihr werdet jetzt richtig eingehüllt von Kopf bis Fuß. Goldene Energie, goldene Schutzenergie, goldene Segensenergie. Alles fließt im Einklang, jetzt mit euren Chakren. Alles fließt rundherum in Balance, jetzt. Ja, ihr Lieben, das war jetzt die Meditation von mir, Jesus Christus und meinen lieben Heiligen. Das erste Mal auf Livestream. Danke dir, liebe Astaria Liane, dass du das jetzt gemacht hast. Auf dem Livestream verbreitet, ist es wichtig, dass das Licht, die Liebe
Jesus Kraft ist in euch. Jesus Kraft ist in eurem Herzen und ist immer bei euch. Ich liebe euch, euer Jesus Christus. Danke dir, lieber Jesus Christus, es war so schön, dass wir das haben dürfen mit dir machen. Ich rede sogar Schweizerdeutsch, also ich rede Hochdeutsch. Also danke, lieber Jesus Christus, es war für uns eine besondere Ehre, dass du uns so geführt hast, deine Liebe uns auch so gegeben hast, wie wissen, dass wir dich immer bei uns tragen, in unserem Herzen. Danke euch, ihr Lieben. Jetzt ist die Jesus-Meditation von Jesus Christus und den Heiligen beendet.